In diesem Video gibt es mal eine geniale Methode, mit der man es schaffen kann, 5 Euro in einer Minute zu verdienen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt. Gerade in den heutigen Zeiten wird es immer wichtiger, dass man lernt, online Geld zu verdienen. Und jeder, der jetzt frühzeitig damit anfängt zu lernen, online Geld zu verdienen, der wird später einen enormen Vorteil haben. Wenn ihr weitere Ideen zum Thema online Geld verdienen haben wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer alle aktuellen Meldungen direkt aufs Handy oder auf den PC. Und wenn ihr noch die Chance auf einen 50 Euro Amazon-Gutschein haben wollt, könnt ihr euch gerne mein letztes Video anschauen. Link dazu in der Videobeschreibung. So, und jetzt gibt es die Methode, mit der man es schaffen kann, 5 Euro in gerade mal einer Minute zu verdienen. Und zwar funktioniert das Ganze mit zwei Plattformen. Zunächst brauchen wir die Plattform People Per Hour, also peopleperhour.com. Dort kann man sich komplett kostenlos anmelden und die nächste Seite, die wir benötigen, ist Fiverr. Fiverr kennen mit Sicherheit schon einige von euch. Dort kann man eben Dienstleistungen anbieten. Und ja, Link zu Fiverr in der Videobeschreibung. Und auch dort kann man sich komplett kostenfrei anmelden. Doch wie genau kann man jetzt hiermit wirklich ganz gut was verdienen? Und zwar funktioniert das Ganze mit Übersetzung. Ich habe hier mal ein kurzes Beispiel rausgesucht. Hier haben wir eine kurze Englisch auf Deutsch Übersetzung. Und ja, hier sieht man, hier bekommt man ungefähr 17 Euro pro Stunde. Hier steht auch direkt im Auftrag drin, das Ganze wird circa 2 Stunden dauern. Das heißt, wir würden hier ungefähr 34 Euro verdienen, bräuchten dafür allerdings auch 2 Stunden. Ganz wichtig natürlich, bevor jetzt einige verwirrt sind, hey, du hast doch gesagt, 5 Euro in einer Minute, das Ganze dauert auch nicht länger als eine Minute, weil wir eben diesen Auftrag hier natürlich nicht selbst erledigen. Jetzt kommt nämlich Fiverr ins Spiel und das ist eben das Geniale. Auf Fiverr gibt es extrem viele Experten, beispielsweise hier zum Thema Übersetzung. Wir müssen dann hier einfach nur oben im Suchfenster Englisch-Deutsch-Übersetzung eingeben und dann kommen hier schon die ganzen Ergebnisse. Und hier sehen wir alle Experten, die sich mit dem Thema Übersetzung beschäftigen und die hier auch dann Dienstleistungen anbieten. Hier sehen wir auch, wie teuer das Ganze ist und dann nehmen wir hier natürlich den günstigsten, der aber natürlich noch eine sehr gute Bewertung hat. Und zwar kann man hier genau sehen, an der Sternebewertung 5 sind ja die besten Bewertungen, das heißt 5 von 5 möglichen Sternen. Und hier über 1000 Übersetzungen bzw. Bewertungen sehen wir hier, dass dieser Anbieter hier einer der besten ist und natürlich auch einer der günstigsten. Dann kann man hier natürlich noch nach weiteren Anbietern suchen. Wir sehen hier auch, wir haben über 7000 Leute, die hier Übersetzungen anbieten. Das heißt, wir können hier wirklich richtig gut uns den günstigsten raussuchen und dann gehen wir hier dann einfach rauf. Dann sehen wir hier auch schon die Preise. Wir gehen mal hier auf Standard und hier haben wir das Ganze auch schon, beziehungsweise wir können auch auf Premium gehen. Dann sehen wir hier, für 3000 Wörter müssten wir hier knapp 26 Euro bezahlen. Wir erinnern uns, wir bekommen hier für diesen Auftrag 17 Euro pro Stunde und das Ganze dauert ja circa 2 Stunden. Das heißt, wir würden hiermit 34 Euro verdienen. Und wenn wir jetzt einfach diesen Auftrag hier nehmen, das heißt, wir schreiben hier die Person an und leiten dann den Auftrag einfach hier an den Übersetzer weiter. Wo war er? Hier gehen wir rauf. Dann haben wir hier einfach, wenn wir auf Premium gehen, haben wir hier eben Kosten von 26 Euro. Das heißt, wir machen trotzdem noch 8 Euro, also sogar mehr als 5 Euro, Gewinn. Und unser einziger Aufwand ist eben, dass wir hier die eine Person anschreiben, dann den Text von dieser Person bekommen und diesen Text schicken wir eben hier einfach an den Übersetzer weiter. Dann müssen wir einfach warten, bis er es fertig übersetzt hat und schicken dann den fertig übersetzten Text einfach kurz zurück. Das Ganze dauert eben wirklich nicht länger als eine Minute, weil man eben einfach nur 2 Nachrichten schreiben muss, beziehungsweise 3, weil man ja am Ende nochmal den Text zurückschreiben muss. Aber das ist eben auch schon alles. Das Ganze, dafür gibt es auch einen Fachbegriff und zwar nennt sich das Ganze Service Flipping. Das heißt, dass wir quasi hier den Service nicht selbst übernehmen, also den Übersetzungsservice, sondern den Service quasi vermitteln. Und das ist eben ein geniales Konzept, weil man eben selbst keine Arbeit reinstecken muss, aber trotzdem ganz gut etwas verdient. Und jetzt geht es natürlich weiter, weil viele werden jetzt sagen, ja, wo findet man immer solche Aufträge? Und dafür gibt es natürlich auch eine Lösung. Und zwar kann man sich auf Fiverr natürlich selbst auch hier Aufträge anlegen. Das heißt, wir können hier beispielsweise dann raufgehen hier. Ich habe hier natürlich schon ein Konto erstellt. Und dann können wir hier dann einfach Verkäufer werden. Das heißt, wir gehen hier rauf. Dann gehen wir hier auf den Punkt Verkäufer werden und legen dann eben unseren eigenen Auftrag an. Das heißt, wir gehen hier rauf. Dann hier einfach immer auf Continue, also weiter, weiter. Nicht wundern, normalerweise ist die Seite eben auf Englisch, aber ich habe das Ganze eben
durch Google Chrome übersetzen lassen. Und hier, nicht wundern, das ist noch ein altes Bild von mir, das ist mehrere Jahre alt. Ja, hier habe ich dann die Option, das Ganze zu beschreiben. Als Beispiel dann einfach hier Deutsch, Englisch, Übersetzung. Ja, könnt ihr eben auf Deutsch oder auf Englisch eben schreiben. Beispielsweise hier dann, ja, so Englisch, Deutsch, Übersetzung. Das schreibt ihr dann rein. Müssen eben mindestens 150 Zeichen sein. Allerdings könnt ihr das Ganze dann eben ja noch so weit ausführen, wie ihr eben wollt. Und ja, dann geht ihr eben auch weiter. Geht jetzt natürlich nicht, weil ich noch nicht 150 Zeichen habe. Aber ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Dann könnt ihr hier einfach dann den Auftrag anlegen. Und dann orientiert ihr euch einfach an den günstigsten Preisen bei People per Hour. Weil jetzt beginnt das Spiel eben von der anderen Seite. Das heißt, wir können natürlich hier auch auf People per Hour hier eben nach Übersetzungen suchen. Das heißt, wenn wir hier raufgehen, schreiben und übersetzen, finden wir hier auch eben Übersetzungen. Das heißt, wir finden hier auch Leute, die eben Texte übersetzen. Als Beispiel haben wir hier ja, erstklassige Übersetzung von Englisch in jede europäische Sprache. Das heißt, wir gehen hier rauf und sehen hier, das Ganze kostet 25 Euro. Das heißt, wir können hier eben dann schauen, okay, wie teuer ist es hier? Und hier sehen wir hier eben den Preis von 25 Euro. Was wir dann jetzt einfach machen, wir gehen hier auf Fiverr und geben dann eben bei unserem Preis einfach mal 30 Euro an. Das heißt, sobald wir dann hier einen Auftrag bekommen haben auf Fiverr, dann schicken wir eben den Auftrag hier an diese gute Savina weiter. Und ja, dann bezahlen wir ihr einfach von den 30 Euro, die wir verdienen, 25 Euro und haben da trotzdem noch 5 Euro verdient, ohne dass wir eben selbst Arbeit reingesteckt haben. Und jetzt ist eben der riesengroße Vorteil. Das ganze Prinzip funktioniert natürlich nicht nur beim Thema Übersetzung, sondern auch bei anderen Themen. Beispielsweise hier eine Firma oder irgendeiner möchte sich selbstständig machen, braucht ein eigenes Firmenlogo. Dann könnt ihr auch einfach hier irgendeinen Designer anschreiben, der für euch das Logo entwickelt und dann verkauft ihr eben das Logo teurer weiter. Oder ihr wollt ein Intro oder irgendjemand braucht für seinen YouTube-Kanal oder für seine Website, für seinen Werbespot, was auch immer, braucht er ein Intro. Dann könnt ihr eben hier einfach einen, ja, Cutter oder einen Programmierer eben anschreiben und sagen, okay, ich brauche ein Intro und dann verkauft ihr das Intro eben teurer weiter. Und so funktioniert das Ganze, dass man eben ohne eigentlich selbst Arbeit reinzustecken, online Geld verdienen kann. Und was ihr eben machen müsst, ihr müsst einfach nur die Leute, die Sachen eben produzieren können, die Sachen schreiben können, die Sachen übersetzen können, die müsst ihr anschreiben und einfach an andere Leute weitervermitteln. Und das ist eben eigentlich das Einfache, was man machen muss. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann schaut euch meine anderen weiteren Videos an. Ich habe auch hier eine komplette Playlist zum Thema Online-Geld verdienen in die Videobeschreibung gepackt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.